So, hallo und herzlich willkommen zu einem ersten GTA 4 Carmod Vorstellungsvideo. Zumindest sollte es eins sein. Nur leider hat mir GTA 4 ja einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das liegt daran, weil ich weiß nicht, das Spiel will sich einfach nicht mehr installieren lassen. Und ich hatte schon zweimal auf dem PC gehabt. Und jetzt kommt immer so eine Scheißmeldung ja von wegen Feature-Problem. Ich habe mich da schon ein bisschen erkundigt. Angeblich sind dann irgendwelche Dateien nicht vom PC gelöscht oder die Registry ist nicht ganz gelöscht. Aber ich finde weder in der Registry einen GTA 4 Eintrag noch in sonst irgendeinen Ordner. Und ja, jetzt machen wir bis zu der Videopause, machen wir jetzt GTA San Andreas. Dann werde ich in der Videopause mal den C-Cleaner drüber laufen lassen. Der tut die Registry einmal ausleeren. Oder besser gesagt zumindest das, was die Registry nicht mehr braucht. Und ja, dann ist eigentlich alles an unerwünschten Registrierungsdaten weg. Und dann können wir das wahrscheinlich auch machen. Aber ich weiß nicht, woran es liegt. Ich hätte so gerne jetzt GTA 4 Videos gehabt. Ich bin auch ein bisschen sauer darüber. Aber GTA 4 für PC ist halt nicht gerade das Wahre, ja. So, auf jeden Fall GTA San Andreas Carmod Vorstellungsvideo. Heute haben wir den Ferrari F355 Spider. Der wurde konvertiert aus Forza Motorsport. Und ich sage keine Zahl dahinter, weil es aus Forza Motorsport konvertiert wurde. Und ja. Was gibt's da viel zu sagen? Der überschreibt den ZR350. Das ist ein Mazda RX-7 Verschnitt. Und ja, sonst gibt's da nicht viel zu sagen. Ja, ich mach mal kurz das Licht an. So. Deswegen überschreibt er auch den ZR350, weil das der einzige Wagen mit Klapplichter ist. So, Motor machen wir mal aus. Und dann steigen wir auch mal aus. Ruckel, ruckel, GTA. So. Okay. Und dann gehen wir mal auf die Details ein. Ja, und wie es so ist, habe ich hier schon wieder bunte Scheinwerfer. Wer mir da mal bei helfen kann und weiß, woran das liegt, der könnte es mir mal in die Kommentare schreiben. Und oder mir mal einen Link dazu schicken, wie man dieses Problem beheben kann, weil es ist nervig. Autos haben keine bunten Scheinwerfer, vor allen Dingen keine grünen und keinen gelben Blinker. Und das haben komischerweise immer nur Autos, die aus Forza konvertiert wurden. So, Kofferraum, ja, matschige Textur. Pferd, steht zwar ab, aber matschige Textur, okay. Felge 1A, tipptopp, keine Kantenbildung, schön sauberer Ferrari-Schriftzug, schöne Bremsscheibe, gibt's nichts zu meckern. Okay. So, ja. Innenraum, wie man sieht, ist auch sehr schön ausmodelliert, sehr schön texturiert, schön detailliert. Was fällt mir noch dazu ein? Sonst nichts mehr. Aber der gefällt mir einfach nur gut. Ja. Was ich allerdings nicht vom Motorraum halten kann, weil der ist komisch, sieht nach Plastik aus und ist ein bisschen, weiß ich nicht, sieht ein bisschen unecht aus, ganz ehrlich. So, hier die Lampen, die haben zwar ein bisschen Kantenbildung, sehen aber ganz gut aus, bis auf hier dieses bunte. Aber wenn mir sagen kann, was das ist, der kann mir das ja ruhig mal in die Kommentare schreiben. Hier, schöner Auspuff, schönes San Andreas Nummernschild. Ja, das muss so pixelig. Cockpit. Sieht auch schön aus. Die Texturen von dem Lenkrad passt so ein bisschen nicht zum Rest, ist ein bisschen matschig. Aber sonst gefällt mir das alles ganz gut. Hier der Schaltknüppel, alles im grünen Bereich. Auch was Schwabisch, Bayerisch, Schwedisch. Ja. Hier haben wir die schönen Scheinwerfer, die ich jetzt wieder ausmachen werde. So, wie schön die auch einklappen. Ja. Okay.
geben wir mal ein bisschen Gas. Und ja, heute ist ein Scheißtag. GTA 4 lässt sich nicht installieren. Bei 145 Tagen der Schatzjagd bei Need for Speed habe ich leider vergessen, gestern die Schatzjagd zu machen. Also ist das mit dem BMW auch futsch. Ja, wie es aussieht, ist heute der beschissenste Tag, den ich seit langem hatte. Ja, wie man sieht, Handling ist so ein bisschen driftmäßig, finde ich cool. Das reicht so ein bisschen aus, wie viel Dampf der unterm Arsch hat. Ja, nicht zu sehr ausreizen. Ja. Mann, Scheißtag. Need for Speed. Vorbei. GTA lässt sich installieren. So ein Scheißtag hatte ich schon lange nicht mehr. Und der Wagen hat ein Schadensmodell. Also ich will es gerne sehen. Hallo? Nur eine kaputte Tür zählt nicht, genau. So. So. Ja. Wie man sieht, das Schadensmodell sieht eigentlich ganz gut aus, bis auf diese komischen grauen Flecken. Aber sonst sieht es eigentlich ganz gut aus. Und, ja, kann man nicht meckern. So, jetzt geht's wieder auf die ollen Rampen. Spielen wir mal wieder die Rampensau und dann hoppa! Ja. Nein. Der Wagen hat nämlich die Angewohnheit, auf dem Dach liegen zu bleiben. Oder was man hier Dach nennen kann. Ja. Hier, ja, kaputt, ne? Flog da gerade ein Flugzeug? Es ist ein Vogel! Es ist ein Flugzeug! Nein, es ist Superman! Hä, ich sehe da gar nichts aus. Ist ja auch egal. Nein, Musik bleibt aus. So. Ihr merkt, ich bin heute nicht wirklich gut drauf, weil ich hätte die Videos so gerne zu GTA 4 gemacht. Aber vielleicht bin ich aber im nächsten Auto besser drauf. Ja. Was soll ich jetzt großartig sagen? Ja, das Auto sieht schön aus, hat ein geiles Handling. Was mich ein bisschen stört, ist das mit den bunten Scheinwerfern, aber das kann ich, glaube ich, eher mein Spiel vorschreiben. Ja. Ich glaube, da kann eher mein Spiel was für, weil, witzigerweise, ich habe bis jetzt nur 2 oder 3 Videos im Internet gesehen von Leuten, die dieses Problem auch bei manchen Mods haben. Und wer weiß, wie man das Problem löst, der schreibt es mir mal bitte in die Kommentare. Ja, des Weiteren das Auto-Fazit gut. Ja, sehr gut sogar. Passt das Auto ins Spiel? Klar, der Wagen ist nämlich so Mitte, Ende der 90er. Das Spiel spielt zwar 92, aber es fällt nicht ohne weiteres auf, weil sieht halt geil aus, passt gut ins Spiel rein. Und ja, das war's für die Kamen-Vorstellung und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis denn, ciao.